Mensch, was war das für ein Jahr? Alles andere als wunderbar. Die Kneipen und die Kinos dicht, das gefällt dem Filmliebhaber nicht. Doch hat 2020 nicht komplett verloren, es hat auch einen neuen Podcast geboren. Der Telehorst kämpft schon seit März gegen schlechte Laune, Kummer und Schmerz. Stets mit tollen Themen und Gästen im Gepäck, da fühlt sich der Filmfan wie die Made im Speck. Knapp 30 Folgen und kein Ende in Sicht. Wir blicken ins neue Jahr mit Zuversicht, dass 2021 sich am Horst ein Beispiel nimmt und Freude, Spaß und Frohsinn bringt. Also bleibt glücklich und bleibt froh, mit so einem komischen skandinavischen durchgestrichenen O. Jetzt wird erstmal gefickt. Aufnahme gedrückt. Nee. Ja, doch, ein bisschen, keine Ahnung. Ah, aber war eine harte Arbeitswoche von dem her. Heute haben wir den Matt Max, kann das sein? Das wird aber eine super Folge. Ja, die nächsten zwei Tage werden noch schlimmer und dann ist Deadline Day vorbei. Die nächste wird noch schlimmer. Ja, so in der Art, ne? Jetzt gibt's viel zu tun noch. Deadline zum Lockdown. Und ich hoffe, dass das dann alles zur Zufriedenheit der Kunden sein wird, genauso wie diese Folge hoffentlich zur Zufriedenheit der Hörer sein wird. Guten Abend, Stu und Andi. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Es ist heute Sonntag, 13.12. Wir haben heute Mittag den Shutdown für Weihnachten bekommen. Muss jetzt für uns keine Konsequenzen haben, denn wir sehen uns ja eh nicht, gell? Na, ja. Ein neuer Tag. Das ist mit einer der größten Vorteile des Telehorst. Ja. Dass wir also uns gegenseitig nicht angucken müssen. Wir sind Corona-unabhängig. Genau. Brauchen nur eine gute Leitung und die haben wir heute. Ja. Ja, wie geht's uns? Ich bin ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen, ich finde kein passendes Verb dazu, aber ich werde in ein paar Tagen ja zu meiner Mutter fahren, um dort Weihnachten zu verbringen. Das ist ja alles noch in Ordnung. Aber trotz allem fühlt es sich irgendwie seltsam an. Schon irgendwie, gell? Ich bin auch ein bisschen matte, Andi, heute, weil wir hatten gestern Comic-Release-Party und wir dachten auch, bevor wir es gar nicht mehr machen dürfen, haben wir beim Autorenkollegen im Keller, der macht da öfter mal so eine Live-Sendung mit Quizzes und Unterhaltung für die ganze Familie, und da haben wir so ein lustiges Rätselspiel gespielt, in dem wir uns gegenseitig gerätselt haben und dann derjenige, der die Frage nicht beantworten konnte, immer ein kleines Gläschen Bierbrand trinken musste. Naja, egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin auch ein bisschen durcheinander. Wegen gestern Abend und auch wegen der generellen Stimmung mit dem ganzen Lockdown und Regeln und keine Kartenspielrunden. Oh, scheiße. Aber wir sind echt alle ein bisschen, ja, durcheinander. Ja. Ja, irgendwie schon. Es ist keine klare Aussage. Deswegen sind wir jetzt heute da, um klare Aussagen zu machen. Zu Filmen, die wir gut finden. Filmen, die wir nicht gut finden. In dem Fall Filmen, sind aber gar keine Filme. Die gar keine Filme sind, genau. Ja. Serienpiloten. Okay. Die ZuhörerInnen wissen leider nicht, was bei uns immer passiert, nachdem wir eine Folge beenden. Da reden wir ja drüber, was so die Kandidaten sein könnten, die jeder von uns auswählt für die nächste Folge. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man sich die heutige Auswahl ansieht, bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, wie die zusammengestellt ist. Ihr auch? Wie meinst du? Also sind keine Sopranos dabei, es ist The Wire nicht dabei, es sind kein Breaking Bad oder Game of Thrones oder meinetwegen auch Lost oder sowas. Also diese Filme, die mehr oder weniger große Kerben in so diese Serienlandschaft, in die Seriengeschichte reingehauen haben, da ist keine einzige dabei, würde ich sagen. Obwohl ich muss bei Arrested Development sagen, die sicherlich auf eine gewisse Art und Weise, aber die lief halt in Deutschland auch unterm Radar. Ja, unter meinem auch, aber ich fand es schön, das jetzt mal zu gucken, weil ich bin ja, wie letztes Mal schon gesagt, nicht so der Serienkenner und Freak irgendwie, aber von der Serie hat man ja allein schon daher so oft gehört, weil da lauter Schauspieler mitmachen, die man jetzt mittlerweile kennt, aber die wahrscheinlich auch mit größtenteils durch die Serie bekannt geworden sind. Also es hieß dann immer der und der aus Arrested Development, mehr oder weniger. Und jetzt zum Beispiel, wenn man da, also diesen Jason Bateman, den gab
kannte ich, glaube ich, schon vorher. Aber jetzt, wie heißt nochmal der Kleine, der Sohn? Michael Cera. Der Michael Cera. Genau, er hier. Also den sieht man da ja, also den, ich habe zum Beispiel noch nie so jung gesehen hier, wie in dem. Mhm. Oder auch der, dieser Magierbruder, den ich auch den Namen gerade vergessen habe. Will Arnett, genau. Den habe ich, glaube ich, auch nur noch in Rollen danach gesehen. Gab es so ein paar irgendwie. Mhm. Aber die Frage ist eher, warum haben wir die Sachen ausgewählt, die wir ausgewählt haben? Ja, das ist eine gute Frage. Stu, fang doch mal an, weil wo wir gerade bei deiner sind. Ja, ich hatte tatsächlich, war ich hin und her gerissen, wie so oft, zwischen meiner absoluten Lieblingsserie The Wire, wo ich finde, dass die in Deutschland auch strebig unbekannt ist, wobei sie einfach großartig ist. Und das andere war Arrested Development. Und ein Kollege von mir bei Movie Break, der Christian Kühne, liebe Grüße, der hat endlich auf meine Empfehlung gehört und hat die angefangen, die Serie, worauf ich sie dann auch nochmal angefangen habe. Hm. Und das war mit ein Grund, warum ich sie dann gewählt habe und vor allem, dass The Wire, glaube ich, in Deutschland nicht so einfach zu sehen ist, während The Rest Development komplett bei Netflix verfügbar ist. Hm. Ja, ziemlich gut. Endlich mal eine Folge, wo man den Geldbeutel sparen konnte, diesmal. Hm. Da schon mal danke für. Ja, denn meine kann ich mal gleich dazu. Die habe ich hier, da habe ich hier das DVD-Box-Set von den Dinos zu Hause. Und ich hoffe, dass die lieben Kollegen, Dom und so weiter, jetzt nicht böse sind, weil wir wollten eigentlich irgendwann wollten wir auch mal einen Cast über die Dinos machen. Das können wir ja auch noch machen. Ich meine, wir machen ja heute eine Kurzfassung und eine ausführlichere Analyse kann man immer noch machen. Ich glaube, wir wollten das vielleicht mit dem Jurassic World 3 Release dann. Da weiß ich auch schon, was das Bessere ist, tatsächlich. Genau, aber irgendwie, wie gesagt, ich habe dann ja auch noch ein bisschen rumüberlegt und ich war zuerst bei den Klassikern, oder was ist den Klassikern, den modernen Hitserien wie Breaking Bad, Walking Dead, Game of Thrones, keine Ahnung. Das war mir dann aber zu fad, weil das halt so naheliegend war. Und dann habe ich noch ein bisschen rumüberlegt. Und zwei Serien, die mir noch eingefallen wären, wären Misfits gewesen. Die fand ich ziemlich stark und ja, auch ein bisschen unbekannter. Mhm. Die ist wirklich sehr gut. Ja, das ist aber schon so lange her gewesen und irgendwie dachte ich mir, boah, wenn ich jetzt anfange, dann muss ich die wieder komplett durchschauen und darauf habe ich gerade keine Lust oder keine Zeit eigentlich einfach. Mhm. Aber die kann ich sehr empfehlen und was ich auch noch dieses Jahr mal ein bisschen dann geschaut habe und dann auch gleich sofort durchgebinged habe, war Fleabag auf Geheiß unseres lieben, wie sagt man, Gastes, hier der Patrick Roach spricht da ja irgendjemanden und der ja, hat damals gesagt. Er spricht den Arschlochtypen. Genau, genau. Und der hat damals gesagt, hey, das musst du dir anschauen. Das habe ich dann gemacht. Und da fand ich auch, das wäre auch ein gutes Beispiel gewesen für eine super Pilotfolge, weil die ist relativ kurz und knapp, aber du weißt sofort, also der Humor und alles wird in der ersten Folge, entweder du bleibst sofort am Ball und schaust es durch oder du, das ist nichts für dich. Und also das hat mich echt in den ersten 20 Minuten gleich gefesselt. Wie Arrested Development eben auch. Aber dann habe ich die Dinos in meinem Regal gesehen und habe gesagt, ah komm. Das sorgt auf jeden Fall für eine interessante Zusammenstellung. Ein bisschen Abwechslung der Folge, ja. Außer ich meine, ihr zwei seid ja jetzt mehr im Comedy-Bereich. Stimmt. Und ich habe dann so eher mal so wieder in meinem Gute-Laune-Sack nachgeguckt, was da so drin ist. Und ich glaube, die Serie kannte niemand. Hm. Und ich glaube, die wird danach auch niemand kennen. Aber ich habe mir Xanadu aus dem Grund ausgesucht, weil ich wirklich irgendwas nehmen wollte, von dem ich erstens mal selber wieder Bock hatte, das mal anzugucken, ob es mir jetzt noch so gut gefällt wie damals. Und weil ich tatsächlich auch ein bisschen auf die unbekannte Schiene gehen wollte. Wann hast du das denn gesehen? Das kam 2011 auf Arte oder so, habe ich gelesen, gell? Ja, und ich müsste es gesehen haben, so entweder es war damals in der Arte-Mediathek oder es war damals, als die ersten Streaming-Dienste nach Deutschland kamen. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber es müsste so 2012, 13, 14 okay, vielleicht so rum gewesen sein. Und wie bist du da drauf gekommen? Einfach durch Zufall? Nee, das ist einfach so im Angebot gewesen und dann einfach durchgelesen, hey, cool. Okay. Pornos, die, cool. Die Geschichte an sich, das klingt nach etwas, das spannend wäre.
Und es ist außergewöhnlich und sowas schaue ich mir ja eh gern an. Ich bin bei Serien eher so jetzt auf der Schiene, dass ich zur Miniserie mehr tendiere als zu diesen, keine Ahnung, 5-Staffel-, 6-Staffel-Serien. Ja, denn so True Detective, was so die Erfahrung gezeigt hat, also ich auch The Wire und bei mir waren so überhaupt diese HBO, Six Feet Under ist eine grandiose Serie, wie ich finde. Aber es gibt schon auch Serien, die mehr oder weniger an ihrer Länge einfach komplett gescheitert sind. Wie Walking Dead. Ja, oder Dexter, hat mir auch Dexter, die ersten drei Staffeln super gefallen oder 3-4 Staffeln. Und da, ich gehe jetzt tatsächlich mehr in Richtung Miniserie und da dann hätte ich entweder wahrscheinlich jetzt neben Xanadu vielleicht auch noch Top of the Lake empfehlen können. Das ist eine australische Serie. Also da gibt es genug. Patriot finde ich toll. Mr. Robot finde ich toll. Aber ja, ich wollte jetzt Xanadu mal wiedersehen. Ja, außerdem beim Gucken ist mir eine Tendenz aufgefallen. Es ging schon wieder um Pornos. Wie bei deiner Wahl zu Boogie Nights und vielleicht schon mal eine andere. Und es gab wieder sehr viele Pimmel zu sehen, wie bei Bronson oder auf Boogie Pimmel. Nights. Pornos und Pimmel. Wobei man sagen muss, auf der Plattform, auf der wir es gesehen haben. Seltsam war das. Also ich habe eine zensierte, also mit Balken gesehen. Manchmal. Die war damals, glaube ich, tatsächlich unzensiert. Also du hast auch Erektionen gesehen. Ja, das war komisch zensiert, gell? Manchmal nicht und so. Oh ja. Aber am meisten hat mich gestört, wir haben es ja auf dieser Plattform Daily Motion geguckt, da gab es ja auch die Dinos zu gucken. Bei den Dinos hatte ich keine Werbung, aber bei deiner Serie, deswegen habe ich die auch noch nicht weitergeguckt, obwohl ich es mir fest vorgenommen habe, weil ich es auch großartig fand. Aber alle 5 Minuten kam dieser blöde Joko reingeknallt und hat mich angeschrien, dass ich auf eBay was kaufen soll. Das hat mich ein bisschen gestört. Hast du was gekauft bei eBay? Ja. Eine Portion Bran. Nee, eine Actionfigur von Robbie aus den Dinos. Okay. Die gefällt mir. Ja, gut, okay. Dann, das nimmt man dann Cross-Promotion, glaube ich. Ja, cool. Aber in welcher Reihenfolge wollen wir denn? Also, da wir etabliert haben, dass so die ganz großen Geheimtipps immer in der Mitte sind, würde ich sagen, Xanadu als zweites. Ja, dann streitet euch doch mal drum. Ob wir beginnen mit einer Sitcom oder mit einer Sitcom. Mit einer Mockumentary. Also ich wäre dafür, dass wir mit Dinos anfangen, weil die waren auch zuerst da. Okay. Es war einmal vor langer, langer Zeit, 1991, glaube ich. Warte mal. Ja, ich habe heute nachgeguckt. Ja, aber in Deutschland 93 und ich weiß noch, dass ich die erste Folge damals am 2. Oktober 93, danke Wikipedia, im Fernsehen geguckt habe. War das im ARD nach den Simpsons damals noch? Es war in der ARD und die Simpsons waren ZDF. Okay, gut. Ich fand es ja lustig, ich habe die Serie erst über Hörspielkassetten kennengelernt und habe nie diese großartigen Figuren dazu überhaupt gesehen, halt außer auf dem Cover halt, also auf dem Tape hat man dann schon 1-2 Figuren immer gesehen, aber ich habe die Serie jahrelang nicht gesehen, hatte aber 10 oder so, also ich hatte die letzten Appetitäffchen, natürlich die erste Folge, den Megalosaurus, den Schleudertag und so, erinnere ich mich, die kann ich auch mitsprechen, weil ich die halt als Kind drauf und runter gehört, ohne sie zu sehen halt. Ja, und dann halt irgendwann später, weiß ich nicht, Ende 90er oder so, habe ich das bestimmt dann auch mal alles gesehen. Ja, sehr schön. Was gibt es dazu noch zu sagen? Es ist ja Jim Henson, den kennt man ja noch vielleicht, der die, wie heißt, ach Gott, ich stehe heute auf dem Schlauch, die Muppets und noch einige andere Puppen-related Filme oder Serien gemacht haben. Es war, glaube ich, seine letzte Idee und er hat dann selber gar nicht mehr dran mitgearbeitet. Also er hat es noch, die Idee mit einem Kollegen entwickelt, ist dann aber leider gestorben und so musste dann sein Sohn mit einem Produktionsteam halt ran. Ja, und das war damals anscheinend echt eine große Nummer. Ich habe mir auf der DVD nochmal ein Making-of angeschaut und so und die Leute haben selber erstmal nicht dran gedacht, dass sie das überhaupt durchziehen, weil diese Technik anscheinend halt so krass war und irgendwie sie halt gemeint haben, ja, wir benutzen Technik aus, was eigentlich nur für Spielfilme finanziert werden kann, für eine
für eine billige Sitcom, mehr oder weniger. Ja gut, was man dann auch sieht, wenn man die Kulissen dann irgendwie anschaut, dann, dass da halt dann anscheinend gespart worden ist. Hey, Moment. Nee, ich meine jetzt damit, ich meine es jetzt tatsächlich nicht negativ, sondern du bist halt da wirklich wie so auf so Bühnen unterwegs, finde ich. Das ist mir... Ja, dieses Making-of gefallen. Das Making-of finde ich auf jeden Fall sehr spaßig. Ich finde auch, dass diese Figuren immer noch einfach geil ausschauen. Also dieses Character-Design taugt mir mega. Und auch von der Technik. Also ich liebe das, wo der Chef die Augenbraue so hochzieht. Ich glaube, das ist gleich in der ersten Folge. Ich mag die einfach gerne. Und also worum geht's? Es geht halt um eine Familie aus Dinos und es ist einfach eine klassische Sitcom mit einer Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, noch ein Baby, die Großmutter und ihre alltäglichen Probleme. Einziger Kniff ist halt, dass es Dinosaurier sind und in der Urzeit leben, die sich aber von den unzivilisierten tierischen Gehabe entfernt haben und eben in Häuser gezogen sind, ihr Essen kochen und so weiter und halt so ein häusliches Leben ab jetzt betreiben. Es ist so ein bisschen wie die Flintstones, ne? Nur halt mit Dinosauriern. Ja, das kann sein. Das kann sein. Ich habe das, also Flintstones habe ich schon wahrscheinlich ein paar Mal geschaut. Das hat mir aber irgendwie aus irgendeinem Grund nie so richtig gut gefallen. Mhm. Man kann es jetzt aber auch nicht mehr beschreiben oder weiß ich nicht. Also jetzt zum Beispiel könnte ich jetzt nicht sagen, was da so die Themen waren und ob sie gut rübergebracht wurden. Ich habe jetzt nur wieder gemerkt, mir macht immer noch Spaß, obwohl ich jetzt nicht mehr die Zielgruppe bin, eventuell die Dinos zu gucken. Weil zum Beispiel auf Arbeit, diese Geschichten, finde ich einfach super lustig irgendwie. Also es ist zwar ein bisschen oberflächlich und natürlich für Kinder gemacht, trotzdem haben sie es ja zumindest geschafft, abgesetzt zu werden, weil anscheinend Disney die Themen zu kritisch wurden und auch selbstkritisch, was jetzt Medien und so angeht und irgendwie Konsumkritik und also so weiter. Also das muss man sagen, die erste Folge ist noch relativ klassisch. Die wirkt noch wirklich so, wie wir nehmen eine 0815 Sitcom mit Menschen und machen aus den Menschen Dinosauriern und verfrachten das Setting halt eben in die damalige Dino-Zeit. Mhm. Aber mit den späteren Folgen haben die schon wirklich einen Fortschritt gemacht, was die Erzählung angeht oder die Themen angeht vor allem. Mhm. Das wird schon sehr klar. Also die erste Folge, will ich ehrlich sein, die ist eher schwach. Aber was danach kommt, ist schon sehr großartig, wenn man bedenkt, in welcher Zeit das entstanden ist. Also es ist ja brav, es gibt, die erste es gibt Folge. Wenig Serien, die heutzutage so tun, als wären sie halt ein Unterhaltungsformat, ein reinrassiges, und dann solche Themen ansprechen. Ja, das finde ich ganz witzig. Ich muss da immer an die Folgen halt denken, die ich auch als Hörbuch, wie gesagt, die haben sich halt natürlich sehr eingeprägt irgendwie. Aber diese eine Folge, wo der Robbie, also der Sohn, Vegetarier werden will oder sowas in die Richtung, da gibt's halt schon dann super Zitate irgendwie, die schon recht bissig sind irgendwie. Ich meine, in der ersten Folge stimmt schon, die ist noch recht brav. Ich fand sie trotzdem ganz lustig. Also passiert halt nicht so viel. Also ich will halt nicht sagen, dass die schlecht ist, aber wie Max jetzt sagte, es passiert eben nicht viel. Die ist halt einfach dafür da, dass du die einzelnen Figuren mal kennenlernst. Dafür ist die gut. Mal die sieben Hauptfiguren zeigen und dann. Und was ich auch ganz spannend finde, als ich die damals geguckt habe, war halt für mich das Beste das Baby, ne? Mhm. Nicht die Mama. Muss sagen, je älter ich werde, desto nerviger finde ich das kleine Blag. Es erinnert mich auch immer an irgendwie, keine Ahnung, so alte Menschen. Nee, so wie dieser Hans Maulwurf. Ich finde es irgendwie komisch. Nichts gegen alte Menschen, jetzt habe ich mich. Was gab es denn dann nochmal? Wie gesagt, ich habe jetzt so zwei, drei Folgen geschaut, deswegen weiß ich jetzt gar nicht mehr. In der ersten Folge ist doch das, wo Earl seine Midlife-Crisis bekommt und halt irgendwie dann sauer ist, dass das Geld der Familie immer für andere Sachen und nicht für seinen Fernseher ausgegeben wird oder so, gell? Naja, der dann in den Wald geht. Mich hat die so ein bisschen erinnert an die erste Folge von King of Queens. Weil in King of Queens wird ja dann, ist ja dann dieser Arthur, wird ja dann eingeführt, ja, und zieht dann bei ihnen ein. Und so ein bisschen war es ja auch in der ersten Folge der Dinos, dass das Baby da etabliert wird. Mhm. Und sich halt Earl dann darauf einstellen muss, dass sich sein Leben jetzt radikal ändert, obwohl er keinen Bock drauf hat. Ja. Hm.
Ja, ich kenne das aber von eben, ich fand das eh, also wie gesagt, wenn man älter wird, ist es eigentlich dann umso mehr vielleicht noch spannend, solche Themen nochmal, also ich meine, wenn man klein ist, findet man es lustig, wenn das Kind durch die Gegend fliegt oder jemanden mit der Pfanne haut oder so, aber ich meine, diese Themen irgendwie, ach, kriegt man jetzt nochmal ein drittes Kind und macht dann wieder den Dings, das habe ich ja auch schon oft hier im Freundeskreis gehört und so, es ist schon alles recht lebensnah, aber ja, das ist am Anfang schon noch ein bisschen brav. Ich fand auch noch diese Folge mit dem Schleudertag halt super und Robbie ist ja immer so der, der die Traditionen so in Frage stellt und so. Die fand ich auch großartig, die Folge, wo sie die Oma mit 70, also jeder, der über 70 wird, wird irgendwie wie bei Midsommar vom Felsen geworfen. Da wollte ich eigentlich mal so ein, für YouTube oder so, so ein Mashup zusammenschneiden. Ich weiß nur noch nicht genau, wie rum ich es mache, dass man Midsommar sieht und die Töne, also die Tonspur von den Dinos drunter. Muss es doch schon geben, oder? Ich weiß es nicht. Also es wurde schon mehrfach angesprochen, dass Midsommar und die Dinos einige Gemeinsamkeiten haben. Ich habe aber noch kein Video gefunden, wo Florence Pugh da sitzt und sagt, nicht die Mama. Ja, nee. Auf jeden Fall muss ich jetzt endlich mal, ich habe es noch nie geschafft, bis zum Ende zu schauen. Und das Ende soll ja so deprimierend sein. Ja. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Aber ich will jetzt hier auch nicht spoilern. Aber ich habe es selber ja, wie gesagt, noch nicht gesehen. Ich kenne, glaube ich, die ersten 3 oder 4, wie viel gibt es nochmal? 4 Staffeln. Dann kenne ich, glaube ich, 2,5 oder so. Oder 3 sogar. Aber die letzte Staffel habe ich noch nicht gesehen. Das werde ich jetzt aber über die Weihnachtsfeiertage gleich mal nachholen. Also ich habe die DVD-Box ja auch zu Hause. Ich habe die relativ früh bekommen. Das war so ein Rezensionsexemplar. Und habe mir halt damals auch die ganze Serie innerhalb von 2 Wochen angeguckt und war auch von dem Ende wirklich überrascht, wie pessimistisch das ist und düster. Also da merkt man auch, dass die Macher ihrem Geldgeber Disney dann schon mal den Stinkefinger zeigen, weil ich glaube, Disney war mit dem Ende der Serie nicht besonders einverstanden. Ja, aber war das dann so, dass sie vorher schon wussten, dass sie abgesetzt werden? Oder? Ich meine ja, weil Andi hat es ja schon gesagt, Disney war nicht ganz so damit einverstanden, wie sich die Geschichten entwickeln, ne, welche teilweise progressiven Themen da angesprochen werden. Mhm. Und natürlich, die Serie war sau teuer. Das darf man auch nicht vergessen, die war wirklich sauteuer. Also hier steht, ich habe es gerade nochmal offen, die Serie wurde zuletzt wegen ihres immer gesellschaftskritischeren und sarkastischeren Humors und absichtlicher Provokationen der Produktionsstudios Studios und Sendeanstalten, welche dies bemängelten, abgesetzt. Okay, wer ist der Kopf dahinter? Disney. Wer ist wer ist dafür verantwortlich, die Ideen, dass die Ideen dann umgesetzt werden? Wer war Idee, Inszenierung? Michael Jacobs kam in dem, wie sagt man, Making-of auf jeden Fall hauptsächlich vor. Also der hat wohl auch mit Jim Henson die Idee halt so entwickelt. Dann ist ja Jim Henson gestorben und dann war, glaube ich, schon dieser Michael Jacobs, den ich auch jetzt nicht kenne, so aus anderen Produktionen. Also es gibt da keine Michael Jacobs-Sachen, die man jetzt kennen müsste, die dann danach kommen oder davor? Nee, nicht wirklich. Also der hat einen Robert Redford-Film produziert, Chris Show, der sehr gut ist. Ja, gut, okay, ja. Ansonsten hat er halt viel Fernsehen gemacht. Er hat danach sowas gemacht wie Das Leben und ich. Also okay, das kenne ich auch noch. Das ganz tief im Hinterstübchen. Das sind so diese Sonntagvormittag RTL-Sendungen. Ja, genau. Das Leben und ich war mit diesem komischen Lockenkopf und seiner Freundin Topanga oder wie die hieß. Ach ja. Oh, mir ist noch aufgefallen, die Synchro, ich finde, die Stimmen an sich finde ich eigentlich fast ein bisschen cooler als im Original, weil die halt noch krasser und markanter sind. Also die finde ich eigentlich ziemlich cool. Mir ist nur aufgefallen, weil ich es jetzt mal wieder, jetzt habe ich es mal wieder geschaut und habe es dann auf Englisch geschaut, dass es ein bisschen kinderfreundlicher ist oder ein bisschen abgeschwächter ist. In der deutschen Version hatte ich teilweise das Gefühl. Bei der ersten Folge waren sie jetzt noch gar nicht so. Mir ist es nur gleich aufgefallen, das ist auch ein schlechtes Beispiel, weil es jetzt nicht so fies ist. Aber wenn er zum Beispiel immer sagt, bin da, wer noch, wenn der nach Hause kommt, sagt er eigentlich irgendwie, honey, I'm home, I'm hungry oder so. Was ja schon so ein bisschen, kann man ja als, ist ja schon ein bisschen Chauvi, genau. Was ja mega krass ist, irgendwie, der Typ in seiner, also wo dann seine Frau ihm erzählen will, dass sie ein Ei gelegt hat oder so. Und dann so, willst du mich nicht fragen, wie mein Tag war? Und dann so, ich versuche das so nett wie möglich zu sagen. Also interessiert mich Scheißdreck, wie der Tag war. Ja. Das ist schon teilweise echt ziemlich, ja, derb ist jetzt übertrieben, aber schon, ich fand das schon sauwitzig wieder. Ja, also ich habe es mir versucht, im Original anzugucken, das weiß ich noch, aber ich habe dann auch ganz schnell auf die deutsche Synchro umgeswitcht, weil es einfach so eine,
ja, so, ich habe jetzt als Kind ja auch auf Deutsch geguckt. Genau. Ne? Und ich meine, der Earl, also der Familienvater da, der hat halt die deutsche Stimme von Benjamin Blümchen. Und die geht hier als Deutsche einfach besser ins Ohr als halt das Original. Ne? Ja, überhaupt, das ist ja Crème de la Crème, wieder mal der Hörspielsprecher. Ja. Also so viel kann ich sagen, bei meiner Serie Arrested Development würde ich nur jedem raten, die im Original zu gucken, aber dazu später mehr. Ja, ein Trivia-Fakt hat Trivia-Man hier noch, habe ich noch gelesen, weil apropos Synchro, Englisch-Deutsch, am Anfang im Original hatten sie noch diese eingespielten Lacher, wie bei anderen klassischen Sitcoms. Das wurde dann aber irgendwann rausgenommen, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau warum, keine Ahnung. Weil es scheiße ist, genau, aber auf jeden Fall bei der deutschen Synchro, also es wurde rausgenommen, bevor sie auf Deutsch synchronisiert wurde. Deswegen gab es dann nie. Ganz gut eigentlich. Ich hasse das auch. Außer man macht sich natürlich in der Sitcom, das hätte ich denen schon zugetraut, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das noch kommt, dass man sich sozusagen über andere Sitcoms und dieses ganze Genre auch noch ein bisschen lustig macht. Dann wird es schon wieder passen, finde ich. Ja, was waren damals die Highlights? Waren ja dann wahrscheinlich die Bundys. Ah Gott, ja. Also damals war Alf total hip. Genau. Ne, ich glaube auch noch sowas wie Wer ist hier der Boss, obwohl das glaube ich eher Ende 80er war, aber das ist halt so erst später rübergeschwappt. Prinz von Bel-Air könnte da auch schon gelaufen sein. Ja, genau. Ne, sowas in der Art. Aber du hattest jetzt so wie die nächste Evolutionsstufe, sowas wie Friends war glaube ich damals noch nicht, oder? Nee. Man muss ja auch dazu sagen, dass Friends ja in Deutschland auch jetzt nicht den Stellenwert hat wie in USA oder Seinfeld zum Beispiel, ne? Aber man kam die Simpsons eigentlich raus, es war doch auch nicht so viel. Die Simpsons früher, kamen auf jeden Fall vor den Dinos nach Deutschland, weil ich halt echt noch so im Hinterkopf habe, ich habe immer entweder erst die Simpsons und dann die Dinos geguckt oder andersrum, oder die kamen so um einen Tag versetzt. Also in meiner Erinnerung war das so, zuerst Simpsons auf ZDF, dann im ZDF Star Trek Next Generation und dann Dinos. Aber ARD. Aber wie gesagt, das ist lange her. Ich kann auch noch irgendwas vermixen dabei. Aber ich finde, dass die Simpsons und die Dinos, die kann man echt gut miteinander vergleichen. Ja. Zumindest die ersten Staffeln der Simpsons. Ja. Ich finde es halt eh cool, weil die Dinos sind für mich irgendwie eine gute Mischung. Ich meine, durch die Machart alleine. Also zwischen, und es lacht keiner und irgendwie wirkt es auch so comichaft, da es halt natürlich so comicartige Figuren sind, aber dann wiederum in echt in so einem klassischen Sitcom-Setting. Also ich mag das irgendwie lieber als jetzt, sagen wir mal, Alf oder so, weil das... Also Alf ist wesentlich schlechter gealtert als die Dinos. Ja, weil irgendwie gefällt mir diese Mischung aus Sitcom und Cartoon immer noch ganz gut. Ja, ich glaube, was ich gern mag oder was ich gern mochte bei den Dinos... Obwohl ich Sitcoms eigentlich gar nicht mag, ich glaube, es liegt wirklich daran, dass es keine Menschen sind. Ja. Das ist irgendwie so ein ganz, ganz eigener Faktor. Ich finde Sitcom-Schauspieler ab einem gewissen Grad immer relativ unglaubwürdig und irgendwie billig. Was vielleicht so ein bisschen damit zu tun hat, dass in Sitcoms immer wieder eigentlich, egal welche Sitcom man nimmt, die Themen sich dann doch immer wieder ein bisschen ähneln und dann halt so einen eigenen Anstrich bekommen von dem jeweiligen Setting, in dem sie sind. Aber gut, das ist jetzt meine eigene Meinung. Ja, und da hat halt die Dinos noch den entscheidenden Vorteil oder den kleinen Kniff, was sie halt immer machen können, dass es halt eben dann so mit irgendwelchen Gags, die halt eben der Zeit geschuldet sind, also zum Beispiel irgendwie mit den Höhlenmenschen dann oder so. Da können die halt immer leicht irgendwelche Gags reinstreuen, die sie dann abhebt von den ganzen Themen, die eigentlich immer die gleichen sind, wie jetzt der Sohn rebelliert, bla bla bla. Dann kannst du immer noch Gags halt über die Steinzeit machen oder sonst wie. Also es ist auch, wo im Fernsehen kommt, irgendwie, oh, ein Asteroid wird das ganze Leben auf der Erde auslöschen. Doch nicht. Mein Lieblingsgag bei den Dinos ist übrigens, wie sie die Figuren, sag ich mal, besetzt haben. Nämlich Earls bester Freund und Kollege ist halt ein T-Rex, ist aber halt der liebenswürdigste Kerl, den es gibt. Das finde ich halt wirklich. Roy heißt der. Roy, der ist so geil. Ein Baumschubser mit den kleinen Ärmchen. Ich freue mich schon sehr, das weiter anzuschauen. Naja, aber hier... Ich wäre dafür, dass wir jetzt irgendwie jetzt kein Fazit komplett fällen und einfach sagen, wie gut ist diese Pilotfolge, dass man weiter am Ball bleiben möchte.
Ja, das ist bei den Dinos schwer, weil das haben wir schon gesagt, die ist eigentlich ein bisschen brav und die Serie wird im, die wird besser, aber mei. Das ist wie eine Vorstellung auf einer Party, wo die Leute noch nicht so ganz betrunken sind. Genau. Und irgendwie sowas. Ja, das stimmt. Also ich meine, man checkt die Idee, man hat schon diese typischen Gags drin, die Charaktere werden alle gezeigt, aber sie lässt sich noch viel Raum für Steigerung. Auch es kommen noch nicht alle Charaktere, die Oma finde ich auch noch großartig, die kommt ja noch gar nicht vor und so. Es wird schon an allem so ein bisschen gekratzt, aber man lässt sich noch Raum. Aber das haben die alle, diese die Comedy oder ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen kinderfreundlicheren Formate. Finde ich. Also, das ist eigentlich eine sehr, sehr klassische Folge. Ja. Eine klassische Pilotfolge oder Startfolge. Wobei ich halt sagen muss, das Setting ist halt was anderes einfach. Es ist heute noch was anderes. Ich finde es immer noch erstaunlich, was die da leisten, dieser Puppentricktechnik. Mhm. Von daher, ich glaube, wenn ich diese Folge heute zum allerersten Mal gesehen hätte, wäre ich durchaus interessiert, weiterzuschauen. Nicht wegen des Inhalts, sondern einfach, weil das drumherum mich irgendwie interessiert. Mm. Und ich glaube, dadurch wäre ich dann am Ball geblieben und hätte mich so ein bisschen vorgearbeitet bis zu den Folgen, die halt wirklich interessant sind und die Dinos dann letztendlich auch zu diesem Ruf gebracht haben, den sie bis heute genießen. Ja, ich bin dann auch so ein Fan von so, ja, eben so Stop-Motion und eh so Puppen, also Puppen ist jetzt auch übertrieben, obwohl ich Meet the Feebles ausgesucht habe, bin ich jetzt auch nicht der riesen Muppets-Fan oder sonst irgendwas, aber halt einfach dieses Making-of zu schauen, fand ich so spaßig schon, also wie sie diese Character-Designs überarbeitet haben, weil dann sahen sie erst ein bisschen zu böse aus und dann dachte ich mir auch schon, oh Gott, mit den Figuren, wenn die die Serie gemacht hätten, hätte sich's keiner angeschaut, weil das viel zu düster gewesen wäre, aber solche Making-of-Prozesse bei sowas finde ich immer super spannend. Deswegen macht mir die Serie halt auf der Ebene auch nochmal so viel Spaß. Hm. Schön. Ja, also ich würde mich Stu anschließen, so prinzipiell in seinem Urteil. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr, weil es einfach interessant ist zum Anschauen. Und ich bin tatsächlich von uns wahrscheinlich derjenige, der die Puppenästhetik am wenigsten mag. Von dem her ist es fast schon ein bisschen ein Ritterschlag für die Serie. Aber man merkt halt, ich finde, man merkt in der ersten Folge trotzdem, jetzt, wenn man sie als Erwachsener sieht und ein bisschen was von der Welt mitbekommen hat, dass da noch mehr drin steckt, auf jeden Fall. Also, dass da die Leute, die die Idee haben, definitiv noch ein bisschen raus wollen. Ja. Schöne Stille. Ja. Raumklang. Ja. Na, dann gibt es gar keine Punkte. Du kannst gerne Punkte geben, aber ich finde es halt schwierig, jetzt bei einer Pilotfolge zu sagen. Ja, wie will ich jetzt da eine Pilotfolge bewerten? Ja, ich würde, glaube ich, der Pilotfolge 3,5 und der Serie an sich 4,5 geben. Ich würde auf Punkte komplett verzichten und sagen, wenn ihr die Serie noch nicht kennt, schaut mal rein, es soll nicht zu eurem Ungunsten sein. Das reimt sich. Was soll ich dann zu Arrested Development überhaupt sagen? Oh Gott, da freue ich mich jetzt schon drauf. In 20 Minuten. Aber jetzt wird erstmal gefickt. Ja, genau. Und zwar richtig schön in Frankreich. Mit der Familie Valadin. Ja. Ein Familienunternehmen, das jetzt keine Brezeln backt oder. Was macht man so als Familienunternehmen? Vielleicht einen Minigolfplatz betreibt? Nee, die... Oh, das möchte ich aufschreiben. Serie über Familie, die Minigolfplatz betreibt. Das könnte interessant sein. Ja, aber ja, mit Ernie aus der Muppet... nicht Muppet Show. Stromberg. Aus Stromberg, genau. Stromberg hätte man annehmen können. Aber nein, ich habe... Der Tatortreiniger. Oh Mann. Ja. Entschuldigung. Uns würden sehr viele Serien einfallen, glaube ich. Ja. Aber jetzt gehen wir mal zur Familie Valadin. Xanadu ist eine Arte-Produktion aus dem Jahr 2011 und handelt von einer Familie, die ein familiengeführtes Porno-Imperium betreibt und wie der Zahn der Zeit einfach an diesem Imperium nagt. Der große Patriarch Alex Valadin hat bekannt gegeben, dass er nicht mehr allzu lange der Chef sein will oder wird und sich ein bisschen auf den Ruhestand vorbereiten will und übergibt an seinen Sohn Laurent, der
der die Zeichen der Zeit erkennen will und von dem normalen Video-Porno, der auch noch mit Handlung spielt, mehr auf Amateur-Porno bzw. Gonzo-Streifen. Da wären wir wieder bei den Muppets. Umstellen will, ja. Und ja, gut, okay, das ist so die Basis, auf der dann alles stattfindet. Natürlich, der alte Mann ist nicht mit den Sachen einverstanden, wie der junge Sohn die Geschäfte jetzt dann führen will. Aber was sind halt dann die Geschichten, die Konfliktpotenzial hervorrufen? Dann kommt auch noch die Schwester, die vom Vater ungeliebte Schwester aus Kanada heim. Wissen wir leider in der Pilotfolge noch nicht so wirklich, wieso. Und das war's grob. Mhm. Dann gibt es noch einen Sohn, der als Kameramann arbeitet und mehr oder weniger eh schon im experimentellen Porno Fuß gefasst hat. Ja, und dann wird halt ein bisschen rumgeschwängelt. Ja, und auch die Fäuste kommen zum Einsatz. Ja. Und was auch noch, glaube ich, vielleicht erwähnenswert ist, dass dieser Porno-Patriarch, schönes Wort eigentlich, also das Familienoberhaupt irgendwie so eine verflossene, unverstorbene. Ja, die Mutter. Es ist wirklich tatsächlich die Mutter, genau. der Kinder. Die steht so ein bisschen mysteriös im Raum. Also wie gesagt, die ist anscheinend tot. Es gibt einen Grabstein, die dann die Enkelin mal besucht und so. Und über die soll es eine Ausstellung geben. Oder eine Pornogöttin sozusagen. Genau, so ein Pornostar und so. Und er will aber nicht, dass die ausgeschlachtet wird für irgendwelche Produkte oder Ausstellungen und so. Das fand ich noch ganz spannend, die Backstory um sie. Ja, steigt es ja auch aus. Based on true events. Also da bin ich leider nicht so ganz drin, aber es gab ja sicherlich immer jedes Jahrzehnt immer irgendwelche Pornodarstellerinnen, die diesen Ruf hatten. Unter Garantie, ja. Was jetzt? Ja, den Ruf, irgendwie eine Ikone in diesem Bereich zu sein, die vielleicht auch ein gewisses Schönheitsideal geprägt haben. Mhm. Ja. Kenne ich da leider auch nicht so aus. Das heißt leider. Ich kenne nur die Linda Lovelace von Deep Throat, die ja in den 70ern, glaube ich, wahrscheinlich die bekannteste Pornodarstellerin war. Aber so kenne ich eigentlich nur noch Sasha Grey und dann wird es schon mau. War Lucy Lawless eigentlich auch mal eine Pornodarstellerin? Der Name klingt so krass danach. Für was? Die hat immer Lucy Lawless spielte Xena. Ja, genau, aber ob die nicht auch mal eine Pornodarstellerin war? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die viele Angebote bekommen hat. Ja. Wie hieß jetzt deine nochmal gerade? Linda Lovelace. Welche Linda Lovelace? Lovelace, ach so, nicht Lawless. Nee. Naja. Ja, und ich vermute mal, keiner von euch hat die Serie vorher jemals überhaupt nur gesehen und geschweige denn vielleicht gehört davon. Also als du gesagt hast, du nimmst Xanadu, dachte ich so, es ist doch dieser komische Tanzfilm mit Olivia Newton-John, was ist jetzt mit dem Rauscher los? Mhm. Und dann hast du uns ja den Link geschickt zu diesem Dailymotion, wo man das jetzt angucken kann, suboptimaler Qualität, würde ich sagen. Ja. Und habe dann vorher noch ein bisschen recherchiert und dann fiel mir auf, dass die Serie damals wirklich abgefeiert worden ist, zumindest vom, ich sag mal, Feuilleton. Mhm. Ich habe so eine Kolumne gefunden bei Spiegel Online, die wirklich diese Serie rauf und runter gelobt hat und gesagt hat, wie scheiße doch das deutsche Fernsehen ist. Und dann habe ich mir die erste Folge angeguckt und muss sagen, ja, war gut, war interessant und es endet auch mit einem Knalleffekt, dass man sich denkt, okay, es liegt aber vielleicht einfach daran, dass ich davor die Dinos und Jurassic Development geguckt habe, dass sich Xanadu irgendwie wie so ein echter Fremdkörper angefühlt hat und ich immer noch so davor stehe und denke mir, was soll ich jetzt damit? Was glaube ich tatsächlich in der Bewertung mit reinfließen muss, das ist, wir befinden uns, glaube ich, tatsächlich auch noch in so einer bisschen bevor die ganze Serienlandschaft so explodiert ist, da war es dann anscheinend doch noch ein bisschen spannender, so eine Serie zu sehen. Ja. Jetzt ist es eigentlich nichts Besonderes mehr, finde ich.
Ja, also gut, wir haben ja schon zu Beginn gesagt, es gibt da wohl ein paar pornografische Szenen auch zu sehen, zumindest in der unzensierten Fassung. Ich habe jetzt aber in meinem Leben auch schon viele Filme gesehen mit pornografischen Bildern drinne. Also ich sag mal, Lars von Trier oder Gaspar Noé ist jetzt auch jetzt nicht so, dass mich das jetzt irgendwie hinterm Sofa hervorholt. Aber das klingt jetzt alles so negativ. Ich fand die erste Folge wirklich gut. Also sie war gut gemacht, es war gut gespielt. Ich hatte meine Probleme mit der Synchro. Weil ein paar Figuren einfach so klangen, so, also der eine klang immer ein bisschen zu schleimig, der andere klang immer so ein bisschen zu lieb und nett. Ja, der eine war die Edward Norton-Stimme, oder? Der mit dem Schnauzer, also der Hauptcharakter. Der ja, also ich meine, wie das jetzt mit Spoilern hier und da ausschaut, aber ich habe auch nur die erste bis jetzt gesehen, aber es sieht ja zumindest aus, als würde die, zumindest dachte ich, es wäre die Hauptfigur am Schluss der ersten Folge schon mal sterben. So viel zu Game of Thrones oder so. Ja. Aber ich bin gespannt. Was ich halt total interessant finde, ist halt wirklich, ich nenne es mal das Setting, weil es geht hier um eine Familie, die einen Betrieb führt, einen familiären Betrieb, und zwar einen Pornobetrieb. Und das ist jetzt nicht so, weiß nicht, alltäglich. Also ich kenne viele Serien zum Thema Familie. Mir fällt gerade übrigens ein, dass alle unsere Serien das Thema Familie haben. Okay. Aber so Pornobetrieb ist halt schon was. Also da kenne ich mich jetzt nicht so aus und ich finde es relativ cool, wie die Serie damit umgeht, denn sie macht ja nicht irgendwie ein großes Fass deswegen auf, sondern relativ nüchtern wird das ja einfach erzählt. Ja, das ist jetzt die Familie, das ist ihr Betrieb und die machen Pornos. Geht nicht. Und es gibt halt so. Geht doch jede Serie um Familie. Game of Thrones, Walking Dead, Breaking Bad, alles Familie. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Was ist mit Lost? Ha, hab dich. Hab ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Scheiße. Also die Serie macht zumindest in der ersten Folge kein großes Fass auf, dass es da um Pornos geht, was das Ganze noch interessanter macht. Und es bahnt sich ja auch innerhalb dieser Familie dieser Generationswechsel an. Der Vater möchte halt immer noch so Hochglanzproduktionen machen, die junge Generation möchte aber halt lieber diese amateurhafteren Gonzo-Pornos machen. Und ich glaube, das könnte ganz interessant sein, nur halt eben. Ich habe halt kurz davor Dinos und Rested Developments geguckt und war so ein bisschen auf, ja, ich sag mal, profan gesagt, seichtere Unterhaltung geeicht. Und da wirkte halt Skylar Du irgendwie ein bisschen seltsam, so bis die eine Folge. Ich fand aber schon auch nicht, dass es jetzt zu ernst und zu unterhaltsam war, weil die Charaktere, die fand ich schon, die haben schon alle Spaß gemacht. Und das ist ja das Wichtigste, die werden ja alle relativ locker, flockig da so eingeführt irgendwie. Entschuldigung. Aber irgendwie haben die alle Spaß gemacht. Also wo dann die Schwester da aus Kanada zum Beispiel daherkommt mit ihrer Tochter und so und sich dann erstmal mit der Schwägerin anlegt oder so. Und dann dieser Typ mit dem Schnauzer, also der älteste Sohn wahrscheinlich, der dann zu seinem anderen jüngeren Sohn muss und so, die hatten alle so eine nette, familiäre, aber doch so ein bisschen zänkische Verbindung miteinander. Und ja, ich glaube, so wäre es. Schön. Ich glaube, das wäre kein Unterschied, ob du jetzt da diese Familie nimmst und sagst, das ist ein Porno-Business. Oder wenn die jetzt eine Hotelkette betreiben würden. Ja, genau. Also ich glaube, da wäre so das Verhalten immer gleich. Ja, die Frage ist halt nur, wie eben diese große ikonische Figur der Mutter, die ja wie so ein Mysterium auch nach der ersten Folge auch bleibt, was die da damit zu tun hat. Denn was man sagen muss, im Cliffhanger der ersten Folge ist es ja tatsächlich so, da muss es, also diese Frau muss irgendwas zu bedeuten haben. Ja, genau, weil dieser Typ, der dann am Schluss, ich weiß es nicht, wollen wir das jetzt einfach nicht ansprechen? Also dieser Junge aber mit dem schwarzen Haar. Wir wissen ja alle, was passiert. Eben, der das Grab von dieser Verstorbenen da irgendwie immer pflegt, der läuft ja am Schluss amok auf dieser Ausstellung. Also hat er wahrscheinlich was dagegen, dass jetzt diese alte, eine vergangene Pornostar, diese Frau halt jetzt irgendwie da so dargestellt wird oder so, keine Ahnung. Aber egal, dieser Cliffhanger, wie so dieser Knall am Ende, das ist halt wirklich, da habe ich echt nochmal Bock gekriegt, weiterzuschauen halt. Das ist also halt super unerwartet. Also das, ja, das und ist was, was mir bei vielen Serien oder vielen Filmen derzeit echt fehlt. Das ist so ein absolut unerwartetes Element am Ende. Und ich fand es filmisch auch so krass gemacht. Also irgendwie davor war das,
Ja, so ein bisschen ungewöhnlich fand ich es schon. Also es war jetzt, vielleicht liegt es auch daran, dass es eine französische Produktion ist, man so vollgeballert wird von amerikanischen Sachen, dass das halt so ein bisschen untypisch war. Aber ich fand diesen Amoklauf am Schluss, den fand ich so krass inszeniert einfach. Also wie das wäre fast so eine First Person, also wie so ein Computerspiel aussah und im Hintergrund einfach in der Unschärfe diese Leute umfallen und so. Ey, das fand ich richtig bedrückend, ey. Mhm. Wobei, es gab eine Szene, die fand ich sogar noch stärker. Nämlich, wir sind ja auch dann teilweise am Set von so einem Pornofilm. Mhm. Und da wird halt ein Dreh vorbereitet mit einer Fisting-Szene. Ja. Also, wenn ihr nicht wisst, was Fisting ist, googelt es, aber geht nicht auf Bildersuche. Das könnte. Und wenig später erfährt man dann, dass die Darstellerin, die da gefistet worden ist, an innerem Blutung gestorben ist. Ja. Und das war eine krasse Szene, die war auch gut gespielt, weil dieser Pornodarsteller, der ja ein netter Typ zu sein scheint, der ja auch so Privatprobleme hat, was mir auch gefallen hat, weil wenn wir halt Pornostars oder Pornodarsteller sehen, die sind halt einfach in der Außenperspektive einfach reduziert auf, entweder die hat große Brüste, er hat einen großen Penis, ne? Aber da bekommen sie ja schon einen Charakter, eine menschliche Seite. Und wie der dann darauf reagiert, dass die Person, die er gestern irgendwie mit seiner Faust da befriedigt hat, an inneren Verletzungen gestorben ist, ist schon heftig. Also hat bei mir tatsächlich mehr nachgewirkt als das Ende der Folge, wobei das auch stark war und sehr heftig. Ja, ich meine, du hast ja auch nur die Vergewaltigung zwischendurch in der Ehe. Also oh Gott, ja. Wie gesagt, die sparen in der ersten Folge definitiv nicht damit, dass sie alle Schattenseiten, die es irgendwie gibt, gleich mal so auf die Bühne stellen. Und es ist keine Serie für Zartbeseitete, aber ich würde sagen, eben doch so arthausig genug, dass man sagt, na ja klar, das ist natürlich von Arte irgendwie produziert und ja. Ja, das ist mal ganz schön, weil ich habe jetzt vor mir die beiden Serien weiter anzuschauen und das Schöne ist, ich kann dann immer eine Folge Xanadu schauen und danach zwei Folgen Arrested Development, um mich wieder ein bisschen hochzuziehen, ein bisschen aufzumuntern und dann wieder Xanadu. Obwohl, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht ultra deprimierend, weil ich fand jetzt doch auch einige Charaktere irgendwie sympathisch und auch so ein bisschen lustig. Also es hatte auch einen gewissen Witz, obwohl es teilweise auch sehr düster ist. Ja, wobei ich glaube, dass diese Edward Norton Stimme einfach zu dem Kerl, die finde ich so derbst unpassend. Keine Ahnung, der klingt immer wie so ein kleiner Frosch. Ja, mich hat diese eine deutsche Stimme von seinem, glaube ich, jüngeren Bruder war es gestört. Ach so, ja, ja. Weil der klang mir zu schleimig, weiß nicht. Das, das fand ich extrem unpassend. Das ist eh, also sofern ich das noch richtig in meinem Gehirn zusammen konstruieren kann, dass diese Serie ganz komische Irrungen und Wirrungen nimmt. Und am Ende sind das alles nur Saurier. Ja, ich glaube fast, dass es auf sowas rausläuft. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, dass es mich damals mehr gefesselt hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich halt das Ende schon kannte und mich das nicht überrascht hat. Oder ob es einfach dran liegt, dass man einfach sehr viel Serien üben konnte in der Zeit. Aber also ich hab eigentlich gedacht, dass ich sie hochwertiger finde. Aber jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, ja klar, für die Zeit damals vielleicht sogar für die europäische Serienlandschaft bahnbrechend auf eine gewisse Art und Weise. Aber ja, es ist jetzt nichts, was mich jetzt so mega mehr vom Hocker haut. Ich glaube tatsächlich, dass es beide Faktoren sind. Zum einen, dass du halt eben mittlerweile hochwertige Serien gewohnt bist und zum anderen, weil du es schon kennst. Ich glaube, dass daran liegt. Ich kann sagen, wenn ich nicht noch so einen Haufen anderer Serien hätte, die auf meiner Watchlist stehen, würde ich, glaube ich, mit Xanadu definitiv sofort weitermachen. So behalte ich mir sie auf jeden Fall im Hinterkopf. Aber was man sagen kann, ist natürlich schön, es ist wieder nur eine kurze Serie, eine Staffel, 8 Folgen, glaube ich. Das ist auch komplett abgeschlossen, da war auch nicht geplant, mehr zu machen, und es wurde abgesetzt oder so ein Käse. Okay. Am Ende steht der Kampfshot so. Oh Gott, ich sehe gerade, weil ich mal geschaut habe, weil mich der Daily Motion so genervt hat, ob es dieses nicht auf DVD oder Blu-ray halt gibt. Und jetzt habe ich hier gerade geschaut, auf dem Blu-ray-Cover ist ein Aufkleber und da steht
Sopranos trifft auf Sex in the City. Oh Mann. Okay, nee, nee. Also, tatsächlich, nee. Die Sex in the City Komponente, die habe ich nicht entdeckt. Ja. Solche prallen Typen in der Marketing. Ist es in Sex and the City passiert, dass Samantha mit dem Gewehr Amok laufen ist? Ja. Ich habe Sex and the City nicht fertig geschaut, das könnte sein. Da bin ich übrigens sehr dankbar dafür, dass die niemand genommen hat. Ich glaube, dafür haben wir zu viel Testosteron hier in der Runde. Wobei, ich habe mir die erste Staffel damals angeguckt. Ich habe mir die DVD von einer Freundin ausgeliehen, um mal zu gucken, was dran so sein soll, und habe dann recht schnell bemerkt, das ist nicht meins. Hm. Wobei es wahrscheinlich auch die Welt ist, in der sich die Frauen bewegen. Ich habe eben oft auch so Probleme halt so mit New York-Serien, weißt du? Mhm. Ja, wenn man den Geruch der Stadt nicht kennt. Okay. Keine Ahnung. Klingt sehr blöd. Ja, aber Xander, du, keine Ahnung, kann man jetzt schlecht noch mehr dazu sagen, als das, was wir eh schon losgeworden sind. Ach, ich bestelle mir jetzt mal die Blu-ray, sehr schön. Dann werde ich das auch noch auf meine weihnachtliche Watchlist packen. Na, wie gesagt, dieses Daily Motion kam bei euch auch da. Die ganze Zeit kam entweder immer die IKEA-Werbung, dann kam die eBay-Werbung und dann gab es noch Adblogger, mein Freund. Stimmt, das wollte ich schon länger mal machen. Nein, ich hab's dann irgendwie verplant, weil bei den Dinos, wie gesagt, lief keine Werbung. Aber vielleicht, weil die halt nur 20 Minuten geht und das andere dauert ja eine Stunde pro Folge oder so, gell? Mm. Nein, ich fand's. Ja, stimmt, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Also 8 Stunden, Xanadu. Ich sag mal so, ich bin halt jetzt über die Weihnachtstage bei meiner Mutter. Ich glaube, dass Xanadu keine Serie ist, die man seiner Mutter gucken möchte. Nee. Ist jetzt auch die Frage, wie pornografisch ist es eigentlich wirklich? Wir warten ab, was der Andi dann sagt, wenn er die DVD hat. Ja. Aber du hast schon zu Ende geschaut, oder, Max? Ich habe sie damals schon zu Ende geguckt und ich fand sie auch tatsächlich saustark. Ich habe die hundertprozentig auch allen empfohlen, die irgendwie Serienempfehlungen wollten. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das von mir wollten, aber wenn es so war. Und ich glaube, da war ich damals auch schon bei Breaking Bad irgendwo so in der 2. oder 3. Staffel drin. Also von dem her, es ist ein Kleinod. Ja, ich habe auch noch, weil du gerade Breaking Bad und so erwähnt hast, ich habe halt dann, also ich fand bei Breaking Bad, glaube ich, bei Walking Dead und bei Game of Thrones sind die ersten Folgen natürlich schon auch was Besonderes, man kann sich daran erinnern, aber wie gesagt, die wollte ich nicht nehmen, weil es halt die größten überhaupt sind, und bei den Serien, die ich in letzter Zeit geschaut habe, das sind alles solche typischen so Durchbinge-Serien, also Umbrella Academy fand ich eigentlich ganz gut oder jetzt auch The Boys fand ich eigentlich auch ganz gut, bloß bei denen habe ich gar nicht auf dem Schirm, was die erste Folge war, weil das ist einfach für mich so ein komplett langer Film ohne Punkt und Komma. Weil bei vielen neuen Serien habe ich so das Gefühl, die werden halt so am Stück durchproduziert und da gibt es jetzt nicht so einen Knaller halt am Anfang. Nee, ich finde, dass viele Serien einfach auch so einen relativ ähnlichen Einstieg irgendwie haben mit diesem, du musst dir erstmal das Setting erklären. Ja. Und ich meine, ich weiß nicht, bei vielen Serien kommt eben die Besonderheit der Serie eher durch die Art und Weise, wie die Personen zueinander stehen oder wo, vielleicht auch wo sie wohnen oder keine Ahnung. Du musst ja bei so Science-Fiction-Serien musst du dann meistens immer irgendwelche Regeln erklären erstmal. Das ist dann auch immer gleich. Und deswegen, ich mag dann bei solchen Familiendramas eigentlich ganz gern, die können einfach einsteigen. Und du kannst sie einfach dann und währenddessen man selber so ein bisschen rausfinden. Ja, eben. Da kann man sich so fast wie beim normalen Kennenlernen den ersten Eindruck machen. Wie gesagt, das ist jetzt was bei Xanadu, vor allem dieser Laurent, der Sohn, der es übernehmen will, der einem am Anfang ein bisschen so schluffig vorkommt, finde ich, und nicht so ganz ernst genommen wird, der aber dann über die Zeit hinweg auch ein bisschen zu so, keine Ahnung, weiß nicht, ich fand ihn dann unsympathisch, und dann am Ende hast du dann trotzdem diesen Moment, wo du sagst, dass du vielleicht ein bisschen mitfieberst und dir denkst, hä, warum wurde der jetzt eigentlich überhaupt so als Hauptfigur etabliert? Also, ja. Ja, schon, das fand ich auch eine interessante Figur, weil irgendwie,
tat er ein bisschen leid, weil er halt nicht so richtig ernst genommen wird von seinem Vater auch und so und will eigentlich nur Anerkennung und Erfolg mit dem dieses Unternehmen erfolgreich weiterführen. Hat er auch viele Parallelen zu dem Arrested Development irgendwie. Ja, finde ich auch. Aber dann vergewaltigt er immer seine Frau, hallo, okay, da war es nicht mehr ganz so sympathisch. Nee. Aber ich meine, wenn wir es jetzt so beibehalten wie vorher beim Fazit, würde ich doch sagen, das ist eine Pilotfolge, die Lust auf mehr macht. Ja, total. Ja. Wunderbar, dann kommen wir zur nächsten und dritten Familie. Ich muss sagen, eigentlich, wenn du mich jetzt fragst, vielleicht in der Serienlandschaft ist es meine Lieblingsfamilie. Jetzt gerade so Stand jetzt. Also es ist keine Familie, bei der ich Mitglied sein möchte. Nee, das definitiv. Max, nur kurz, hast du das schon gesehen oder hast du es jetzt zum ersten Mal gesehen? Ich habe es gesehen schon, ja. Okay. Und zwar aber, ich glaube, 3 Originalstaffeln gibt es und bei Netflix kam dann eine 4. und eine 5. Ich kenne nur die 3 Originale. Ich sehe gerade hier bei Wikipedia, steht ja 2003 bis 2006, dann nochmal 2013 und dann nochmal 18 bis 19. Aha. Ja. Also hatten die so eine Hauptzeit und dann wurden nochmal zweimal. Die hatten so eine Anhängerschaft, ganz einfach, von Leuten, die ihr Maul nicht halten konnten, im positiven Sinne, und ein bisschen drauf gehofft haben, dass vielleicht bald eine neue Staffel gibt. Ja, die Serie hatte halt ihren Ursprung beim US-Sender Fox und sie war nie besonders erfolgreich, wurde aber von der Kritik immer ziemlich gefeiert und hat auch einige Preise bekommen, weswegen Fox halt eben 3 Staffeln lang mitgetragen hat. Und dann sie einfach, ich glaube, sie wurde gar nicht abgesetzt, sie haben einfach nichts mehr dran gemacht. Und dann kam halt Netflix, die halt damals so auf dem Weg waren, okay, was können wir irgendwie einkaufen, und haben halt Arrested Development fortgesetzt mit einer 4. und 5. Staffel. Die 4. und 5. Staffel bekamen sehr viel Kritik, das stimmt auch, die sind nicht so gut wie die ersten 3. Ich finde aber, dass da oft ein bisschen zu hart draufgehauen wird. Aber ich bin halt wieder im Rewatch. Das heißt, ich werde dieses Jahr noch die komplette Staffel nochmal abschließen, also die komplette Serie. Aber kommen wir dazu später. Wir preschen wieder voraus. Wir müssen ja immer uns eindenken in die Gedankenwelt unserer Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, was ist Arrested Development überhaupt. Naja. Und ich habe am Anfang gedacht, es wäre tatsächlich irgendwie eine Gefängnisserie oder es hat irgendwas mit Rap zu tun, denn es gibt ja auch eine Band, die Arrested Development heißt. Ich habe auch den Titel schon immer gehört, aber wie gesagt, ich schaue nicht so auf Serien. Den Titel fand ich jetzt irgendwie so ein bisschen abtörend und dachte auch, das wäre vielleicht, ich weiß nicht genau warum, aber ich dachte, das wäre so ein bisschen in die Richtung The Office oder keine Ahnung was, irgend so Büro-Comedy, keine Ahnung, wie ich da drauf kam. Aber ich freue mich jetzt. Ist ja auch ein Teil. Also es geht Michael Bluth, Witwer und alleinerziehender Vater von George Michael. So sollte da geht's schon los. Beginnen. Und die Serie beginnt damit, dass, also seine Familie hat so ein Real Estate Firma, die recht groß und erfolgreich ist, und in der ersten Folge wird der Vater, George Senior, verhaftet wegen Veruntreuung, und Michael muss jetzt versuchen, diese Firma zu retten und seine Familie zusammenzuhalten, was nicht so einfach ist, denn seine Familie ist im Großen und Ganzen eine Gruppe von hedonistischen, narzisstischen Arschlöchern. Ja. Hast du schön gesagt. Ja, und auch hier haben wir es wieder mit einer bunten Mischung aus lustigen, verrückten Charakteren zu tun, die gleich alle mit ihren eigenen kleinen Spleens vorgestellt werden. Der eine hat Panikattacken, dass er immer in Ohnmacht fällt. Der andere ist Zauberer. Was passiert noch? Der eine ist ein ist ein ehemaliger Psychiater, der zumindest in der Originalfassung in jedem zweiten Satz irgendwas Homosexuelles sagt, ohne es zu bemerken. Seine noch Ehefrau Lindsay will immer das haben, was sie nicht bekommen kann. Ihre gemeinsame Tochter Maybe ist irgendwie drauf und dran, den Preis für die Rebellin des Jahres zu gewinnen, weil ihr alles versucht, um aufzufallen, was ihr aber nie gelingt. George Michael, also Michaels Sohn, ist ein sehr, ja,
kein Nerd, der ist halt so, ach, wie soll man es sagen? Schüchtern. Die und verliebt in seine Cousine. Genau, gestimmt, genau. Die Mutter, Lucille, ist eine Alkoholikerin, würde ich sagen. Ja. Der Bruder Job, das steht für George Oscar Bluth, ist ein Zauberer und nicht ein so erfolgloser. Erfolgloser. Ja, und der Vater sitzt jetzt im Knast. Es ist schwer, finde ich, diese Serie genau zu beschreiben. Es ist, glaube ich, schon eine Serie, wo ich sage, guckt's an. Es ist schwer, das in Worte zu fassen, weil ich habe keine andere Serie, glaube ich, so oft geguckt wie Arrested Development. Ja, es ist irgendwie ein sauguter Humor, weil da ist halt alles drin von irgendwie blödem Slapstick. Also ich musste zum Beispiel super lachen, wo der Magierbruder im Tierbedarfsladen oder in der Tierhandlung sich eine Taube holt und dann aus Versehen gegen die Tür läuft und die Taube dann killt und fragt, wie ist denn hier die Return Policy? Keine Ahnung. Also solche Gags oder er einfach nur vom Stuhl fällt, teilweise war das schon lustig. Aber ich fand die schon auch gut geschrieben, kann man schon wieder sagen, weil immer so Sachen sich anbahnen, die dann später wieder aufgegriffen werden oder sich so von den Charakteren überschneiden. Also mir fällt jetzt da zum Beispiel ein, hier Michael beschließt, nie wieder seinen Vater im Gefängnis zu besuchen, weil das nichts bringt, weil er von dem genervt ist, bla bla bla. Dann hast du aber einen anderen Strang, dass der Sohn, der George Michael, seine Cousine beeindrucken will und irgendwie vom Knast erzählt, deswegen will er jetzt den im Knast besuchen. Und dann sagt er noch am Schluss, dieser Michael, ja, du kannst alles machen, was du wünschst dir was und wir machen's. Und dann sagt er genau das eine, was er sich gerade davor noch geschworen hat, nie wieder zu tun und so. Das fand ich irgendwie total clever geschrieben, wie sich das überschneidet und von einem ins nächste meistens immer schlimmer wird und so. Ich finde das echt super. Für so eine 20-minütige Comedy-Serie fand ich das echt ziemlich gut gemacht. Ich glaube, ich weiß auch, warum die damals nicht so gut gelaufen ist. Ich glaube, Arrested Development ist wirklich eine Serie, die ist am besten, wenn du halt wirklich mehrere Folgen guckst. Hm. Weil ganz viele dieser Pointen werden vorbereitet, aber die Pointe kommt dann nicht in 3 Sekunden später, sondern teilweise erst nach 6 oder 7 Folgen. Ja. Ne? Was ich auch super lustig fand, was man natürlich auch erst merkt, wenn man mehrere schaut, aber es gibt doch am Ende von jeder Folge gibt es ja einen Ausblick auf die nächste Folge, gell? Mhm. Und da kommen irgendwelche Quatschszenen, die überhaupt nichts mit der nächsten Folge zu tun haben. Manchmal kommen da aber Sachen drin vor, die dann 3, 4 Folgen später auch wieder aufgegriffen werden. Ja. Ne? Mhm. Fand ich irgendwie ein crazy Konzept so. Ja, und das muss man auch mal sagen, wir kennen ja Ron Howard als Regisseur von so Filmen wie Beautiful Mind, Apollo 13 oder jetzt zuletzt Hillbilly Elegy bei Netflix. Und der hat die Serie nicht nur produziert, der agiert ja auch als Offsprecher. Und ich finde, dieser Offsprecher ist nochmal so das i-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen. Der ist saugut, ja. Ja, wirklich. Oh, du hast doch letztens mit der Eva Jane the Virgin besprochen, gell? Nein, noch nicht. Noch nicht? Ach so, weil das habe ich mir auch angeschaut und da musste ich ein bisschen dran denken, weil da gibt's auch einen, also das kann man jetzt nicht vergleichen und die Serie würde ich jetzt auch, ich fand die schon auch gut, aber jetzt nicht so lustig, es war eher so Telenovela-mäßig, aber das macht sich immer drüber lustig, aber die hat auch einen saugeilen Erzähler, der das Ganze halt echt nochmal um einiges besser macht. Also ich meine, Arrested Development braucht den nicht so sehr wie Jane the Virgin, bei Jane the Virgin macht's noch mehr aus. Aber Aber bei Arrested Development ohne Erzähler funktioniert nicht. Glaub mir das. Ich glaube, dass der Erzähler super wichtig ist, dass die dieses schnelle Tempo gehen können. Ja. Und vor allem der Humor ist halt wirklich teilweise so on point vom Erzähler. Alleine wenn er halt manchmal auch so seine eigene Meinung wiedergibt. Zum Beispiel irgendwann später wird das Leben der Familie Bluth als Serie produziert. Und dann sagt der Erzähler halt so, ja, die haben das so und so gemacht, aber erzählerisch ist es nicht so gut, sie hätten vielleicht auf einen Off-Sprecher vertrauen müssen. Solche Sachen. Und also der Erzähler ist wirklich sehr wichtig, finde ich. Das ist, wie gesagt, das Sahnehäubchen. Ja, er macht schon viel aus. Ich würde mir das aber trotzdem auch, denke ich, ohne Erzähler anschauen, weil ich die Charaktere an sich so lustig finde. Also der Erzähler kommt öfter mal eine Zeit lang nicht vor und dann vermisse ich ihn auch nicht. Aber ich liebe den auch. Also der macht es schon um einiges besser. Ich dachte nur, ich könnte es mir auch ohne den anschauen.
Aber es stimmt schon. Und macht, hier, wie gesagt, wirklich, Leute, guckt euch das bitte im Original an. Mhm. Damit ist nicht gemeint, dass Jason Bateman irgendwie ab der 5. Staffel eine komplett neue, unpassende Synchronstimme hat, weil Netflix irgendwie nicht so viel Geld ausgeben wollte für die Synchro, sondern einfach, diese Serie lebt auch viel von Wortwitzen, ja, die im Deutschen aber nicht funktionieren. Also siehst du jetzt, also ich möchte der Synchro jetzt keinen Vorwurf machen, weil du kannst das nicht synchronisieren, das geht einfach nicht. Aber da gibt es so viele Sachen, die im Deutschen nicht funktionieren. Als Beispiel, in einer späteren Folge der 2. Staffel sagt Michael seinem Schwager Tobias halt, pass auf Tobias, nimm mal so ein Diktiergerät und nimm mal auf, was du den ganzen Tag sagst. Ne? Er möchte ihm damit zeigen, hör mal, du sagst die ganze Zeit irgendwelche homosexuellen Sachen, ohne es zu bemerken. Und am Ende der Folge hört sich Tobias das an und dann kommen halt wirklich so Sachen, so wirklich, wo man Sachen, die, sagen wir ehrlich, nur ein Homosexueller wahrscheinlich sagen würde. Und Tobias hört sich das total stolz an und im Deutschen sagt er so, ach Tobias, du bist ein Maulheld. Und im Original sagt er aber auch, Tobias, you blow hard. Und das ist so viel cooler und besser und passender als die deutsche Synchro. Und nochmal gesagt, ich möchte der Synchro keinen Vorwurf machen, weil es gibt einfach Sachen, die kannst du nicht übersetzen. Ne? Ich musste mir mit Untertiteln anschauen, weil die haben teilweise so ein Tempo drauf. Ja klar, die müssen sein, das ist stimmt. Das ist heftig. Das stimmt. Oder auch diese versteckten Gags, es passiert in der, ich weiß ja nicht, wie weit du schon bist, Andi, deswegen sage ich jetzt nicht, worum es geht. Max wird es wissen, hat was mit Buster zu tun, der in der 2. Staffel eine Art Entwicklung durchmacht. Und diese Entwicklung wird schon wirklich im Vorfeld angeteasert, durch so Kleinigkeiten. Ja, das merkst du aber bei der Erstsichtung gar nicht. Bei der 2. oder 3. Sichtung merkst du erst, ach stimmt, ach, jetzt macht es Sinn. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Aber das heißt, es macht keinen Sinn, aber es fällt dir halt auf. Ja. Ne? So nach dem Motto, ah, okay, diese eine Szene, wenn Buster in dein Zimmer kommt und der hat so eine große, so einen großen Stuhl, der so als Hand geformt ist. Mhm. Und er dann sagt, ach, da ist ja meine Lieblingshand. Ne? Das nimmst du bei der Erstsichtung zwar, okay, wahr, aber es vergisst du halt sofort wieder. Und bei der Zweitsichtung merkst du dann, ach, okay, darauf spielen die an. Und das ist halt wirklich großartig. Ich bin bei Staffel 1, Folge 12, sehe ich gerade. Okay, ja. Ja, das ist einfach auch, ich glaube, mit dieser Treppe da, mit dieser Flugzeugtreppe, ja. Weißt schon, ja. Die wird ja auch, glaube ich, in der ersten Folge, meine ich, da wird jetzt schon mal dieser Zeitungsartikel gezeigt, wo der, boah, wie heißt der mit der Brille nochmal, der nicht nackte, also never naked. Never Tobias, Tobias Junke. Ja, genau. Ja, genau. Da wird doch in der ersten Folge schon mal drauf angespielt, was erst, keine Ahnung, 8 Folgen später kommt. Also, dass der dann wohl mal mit dieser Flughafentreppe irgendwo am Gefängnis oder so, ich weiß nicht mehr genau. Also da werden schon Sachen halt angesprochen, die, also man merkt halt bei der Serie komplett, dass die nicht einfach spontan drauf losgeschrieben haben, sondern dass das wirklich sehr gut durchorchestriert wurde. Ja, und das wird ja schon in der Pilotfolge klar, weil wir sind ja schon so weit gesprungen, aber ich würde gerne zu der Pilotfolge zurückkommen. Da gibt's ja auch diese schöne Szenerie, also es fängt ja damit an, dass sie auf so einer Yacht sind und irgendwie eine Firmenfeier machen und dann wird halt der George Senior verhaftet und kurz zuvor sehen wir, dass da irgendwie ein Schiff von Homosexuellen ist, die irgendwie gegen irgendwas protestieren. Und am Anfang der Serie sagt halt Linz, ach, schau dir das mal an, der eine trägt genau die Bluse, die ich auch habe. Mhm. Und über mehrere Szenen hinaus erfahren wir dann, dass es das ihr Ehemann ist, es, ja. der halt glaubt, dass es irgendwie ein Piraten-Rollenspiel ist, wo er da mitmachen soll. Denn er möchte ja, also er ist halt Psychiater, hat seine Zulassung auch verloren und möchte jetzt Schauspieler werden. Ich war gerade, stimmt, die letzte Folge, die ich gesehen habe, sorry, wenn ich jetzt schon wieder von der Pilotfolge wegspringe, aber die, wo Carl Weathers ihm dann Schauspielunterricht gibt und die ganze Zeit nur auf Essensreste und irgendwelche, keine Ahnung, was abschiebt, irgendwie Kohle abzuschreißen oder essen. Doch nicht weg. Da können sie dir super Brühe von machen. Oh Gott. Ey, ohne Scheiße, das ist echt sauguter Humor. Irgendwie, ich fand auch, wenn die teilweise so Sachen, ich meine, das kennt man ja aus Folgen oder aus Serien, dass irgendwas so ins Absurde getrieben wird. Also es wird irgendwas erwähnt, dann kommt so eine Rückblende und dann wird das so ein bisschen rumgesponnen. Aber ich finde, die hier haben das echt perfektioniert. Also die eine Folge, da musste ich auch so krass lachen. Wie gesagt, ich springe schon wieder, weil ich die jetzt alle so durcheinander mische. Und es war sicher nicht die Pilotfolge. Aber eine meiner Lieblingssachen war ja das, wo rauskommt, dass ihr Vater ihnen immer irgendwelche Life-Lessons
zeigen wollte mit diesem einarmigen Mitarbeiter dazu. Und es kommt immer wieder und es wird echt immer besser. Ey, das war so lustig, ey. Was ich großartig finde, da muss ich jetzt auch wieder springen, es gibt so einen Running Gag, jedes Mal, wenn einem der Familienmitglieder irgendwas widerfährt, gesundheitlich, und die landen im Krankenhaus, kommt dann immer eine Szene, wo der Doktor halt immer so ein Wortspiel, also ein Wortgag macht, zum Beispiel, einer verliert halt einen Körperteil und dann kommt der Arzt zu der Familie und sagt so, he will be alright. Und so, oh, Gott sei Dank. Und so, ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie das so gut aufnehmen. Er hat seine linke Hand verloren. Aber sie haben gesagt, he will be alright. Ja, weil er jetzt alles mit rechts machen muss. Und nur solche Sachen halt. Ne? Max, du bist so still. Nee, ich genieße einfach. Ich höre euch gern zu. Das war gelogen. Nee, ist überhaupt nicht gelogen. Ich meine, ich bin ein riesen Fan dieser Serie. Von dem her, es ist schwer für mich, das jetzt auf diese 20 Minuten Pilotfolge runter zu reduzieren. Und ich merke es ja bei euch auch, dass man die ganze Zeit irgendwie springt. Ja. Weil, aber ich finde halt, die erste Folge macht schon sehr deutlich, wohin die Reise geht. Ja, du hast ein gutes Setup. Also du kriegst halt da auch, ich meine, das muss man ja erst schaffen, dass man innerhalb von 20, 22 Minuten dir klar macht, dass in dieser Familie einfach jeder einen totalen Hau hat. Ja. Und dass es ja eigentlich darum gehen sollte, das ist immer so ein bisschen, was ich beim Schauen der Serie vergesse, das ist, dass ja dieser Michael als einzige vernünftige Person eigentlich da sein soll. Aber der dann trotzdem immer wieder in irgendwelche Situationen gerät, die, ich weiß nicht, die so seine Vernunft, ich zweifle überhaupt nicht an seiner Vernunft, die ganze Zeit nicht. Aber trotzdem kommt er immer in so Situationen, wo ich dann sage, natürlich könnte mir das als vernünftigen Menschen in dem Fall dann auch immer irgendwie passieren. Und ich finde, das machen sie halt saugut. Diese Haushälterin nach Hause fahren will. Das ist perfekt. Und er dann irgendwas, nur so Wortfetzen, irgendwas mit Loco, Loco, keine Ahnung. Oh Gott, das war so geil. Ja, das war schon echt lustig. Von dem her. Ja, das war auch gut, dieser Jason Bateman. Ich habe in der letzten Folge in so einem Crossover-Horst noch von so einem Film geredet, auf wo ich nicht drauf kam, wie der hieß, das war, jetzt komme ich wieder nicht drauf, wo er mit Jennifer Aniston so eine Rom-Com hatte da. Und der hat mich so angekotzt in diesem Film, aber mit der Serie hat er sich jetzt wieder rehabilitiert bei mir. Und das innerhalb von 20 Minuten, das war schon echt gut. Der Film heißt Umständlich verliebt. Boah, Alter, so ein Scheißdreck. Ja, ich glaube, der muss ja auch einfach Miete zahlen oder harte Zeiten für uns alle. Ja, aber dieser Will Arnett, das ist eigentlich so mit mein Favorite. Also immer wenn der kommt, dann gibt es was zu lachen. Also ich weiß leider nicht, weil ich meine, die Frage, die wäre wahrscheinlich eh irgendwie gekommen, aber welcher Charakter ist da der Lieblingscharakter? Und ich kann mich echt... Oder der Vater. Ich finde den Vater halt auch so geil. There's always money in the banana stand. Ja. No touching. Ey, das war auch ein gutes Beispiel für Sachen ins Absurde ziehen, aber halt auch mit so einer krassen Kreativität irgendwie, wo es mal darum geht, dass dieser dass das mal ein Drogenumschlagplatz war. Dann siehst du erstmal in den 60ern, wie die ganzen Hippies drumrum sitzen und dann gab's noch irgendwie so einen Song, der The Yellow Joint. Yellow Joint. Ja. So absurd. The Big alles, Yellow hey. Joint. Aber na, ich mag's auch, wie diese Szene kommt mit der Zusammenführung im Gefängnis, mit als er denkt, dass seine Eltern wieder miteinander Sex haben sollten oder sowas. Keine Ahnung, es gibt so viel, man muss sie angucken. Also ja. Auch schön ist diese Referenz an Charlie Brown, wenn George Michael total geknickt ist und einfach so mit geneigtem Kopf so geht. Und dann gibt es eine Szene, da läuft er wirklich an einer roten Hundehütte vorbei, wo oben auf der Hundehütte so ein Typ im weißen Snoopy-Anzug liegt. Hm. Aber er zieht nie so eine Decke hinter sich her, der hat doch immer so eine Decke. Nee, das war Linus. Das war Linus. Nicht Charlie Brown selbst. Stimmt. Also ich kann sagen, ich glaube, meine Lieblingsfigur ist wirklich Tobias Schunke. Bei dem habe ich einfach am meisten und am härtesten gelacht. Ich sage nur Nummernschild, ich sage nur Blue Man Group. Ne? Mhm. Das bin ich auch nicht. Mhm. Nee, aber es gibt keine Figur, die ich jetzt scheiße finde. Also das heißt, scheiße vom Charakter her schon, natürlich, die sind alle irgendwie scheiße.
aber die haben alle ihre grandiosen Momente. Und ich glaube, das war auch eines der Gründe, warum die vierte Staffel in ihrer Erstfassung nicht funktioniert hat. Weil da war es so, dass jede Folge eine der Figuren im Fokus hatte. Und das wollte nicht funktionieren. Und dann haben sie halt irgendwie nach einer gewissen Zeit die vierte Staffel neu gecuttet, sodass dass sie ähnlicher abläuft wie die ersten drei Staffeln. Okay, das ist gut zu wissen. Denn ich glaube, das ist ein großer Bonuspunkt, finde ich, dass die Serie einfach nicht so diese moderne Erzählweise von so Anthologie-Serien oder beziehungsweise, wie nennt man Serien, deren einzelne Folgen eigentlich immer einen abgeschlossenen Plot haben. Keine Ahnung, ich nenne das immer Case of the Week. Ja, es, also so, es ist ja eigentlich per se, es ist ein Case of the Week. Also du hast pro Folge hast du immer eine Sache, die groß im Fokus steht. Natürlich schwingt die dann immer auf andere Folgen mit rüber oder so, weil du hast ja dieses gesamte Beispiel ist halt in der dritten Staffel mit Charlize Theron. Ne? Ich glaube, Andi. Ich weiß schon, was ich heute Abend noch mache. Ja, glaube ich. Oh, aber wisst ihr, was einer meiner liebsten Gags ist, weil der wirklich nur für die ersichtlich ist, die sich ein bisschen auskennen? Kennt ihr den Jumping the Shark Gag in Arrested Development? Also nein. Da kam da mal was, oder? Aber kennt ihr den Begriff Jumping the Shark? Ja, schon. Nee. Kurz zur Erklärung, es gab diese Serie Happy Days, die sehr erfolgreich war. Und dann gab es irgendwann in der gefühlten millionsten Staffel eine Szene, in der der Held, der Fonzie oder The Fonz, Wasserski fährt und dann per Wasserski über einen Hai springt. Mhm. Und das wird so als Jumping the Shark, das ist so der Moment, wo eine Serie ihren Zenit überschritten hat. Mhm. Und dieser Fonz wurde halt gespielt von Henry Winkler, der halt in Arrested Development den Familienanwalt Barry Zuckerkorn spielt. Und es gibt eine Szene, da steht er an einem Pier und vor ihm liegt ein toter Hai und er springt über diesen Hai. Ich konnte nicht mehr. Okay, nee, das ist ja saugut. Ja. Der spielt doch auch bei Scream oder so. Ja, bei Scream spielt er mit, ja. Und bei ganz vielen Adam Sandler-Filmen, der ist sehr gut beschäftigt. Der andere Anwalt ist auch so geil. Bob Lob. Profi, ich verstecke mich hinter der Tonne. Ja. Was für ein Profi. Oh Mann. Ja, also ich muss mich entschuldigen, es war ja meine Serie und ich hätte vielleicht eine nehmen sollen, wo man sich wirklich fokussierter auf die Pilotfolge konzentrieren kann. Das haben wir aber nicht geschafft, aber ich glaube. Ja, du hast bei der Pilotfolge definitiv dieses, ja, du weißt, was du bekommst und das bekommst du jetzt einige Folgen lang und ja. Ja, also ich kann oft, wie gesagt, wir können jetzt noch ganz viele Gags oder so zitieren, was man ja öfter bei Comedies hauptsächlich machen kann, aber echt das, was du vorher auch angesprochen hast mit dieser, wie nennt man das, Gefängnis, Wohnwagen-Szene da, wo dann halt immer über 10 Verstrickungen noch irgendwas Schlimmeres passiert. Also am Ende wird er dann mit dem Gesicht an das Fenster gedrückt, wo seine Eltern drin gerade Sex haben oder so. Über 4 dumme Zufälle und Verstrickungen. Also das ist einfach so, das greift immer so lustig ineinander, dass du teilweise dann schon, du merkst schon so, oh Gott, da bahnt sich jetzt der Schrott an. Ja. Aber dann wird's noch mal schlimmer und irgendwie machen die das sehr gut. Ich kann dir so viel sagen, dass mit dieser Wohnwagen-Szene, das wird in der dritten Staffel auch noch mal aufgegriffen. Okay. Ja, also ich muss sagen, es ist eine herausragend gute Pilotfolge. Sie schimpft mich perfekt darauf ein, was noch folgt. Und sie macht Spaß. Und es ist vor allem eine Pilotfolge, die auch gleich voll aufs Gas drückt. Ja. Ja, das macht die Serie eh. Ja, sie fängt halt auch mit einem großen Ereignis an oder so. Also wie man die Leute kennenlernt, wie wir vorher gesprochen haben eigentlich. Also du hast jetzt nicht so komische Erklärvideos oder nicht von jedem erstmal so eine langweilige Szene, sondern die schmeißt alle auf einen Haufen zusammen und man lernt die Leute dann halt so kennen durch ihre komischen Aktionen, die sie da so machen. Ja, ist halt auch schön, wenn man sieht, wie Lindsay da irgendwelche Wohltätigkeitsbälle veranstaltet und du siehst hinter ihr dieses Transparent Stop the Hunger und da kommt so ein Kellner zu ihr hin mit so Häppchen und sie so, nein, danke, ich bin voll. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass man teilweise Gags irgendwie völlig verpasst schon, weil es so viele sind. Also jeder Satz ist da eigentlich echt ein Gag und teilweise hatte ich halt irgendwie, ich lache selten großartig laut, wenn ich alleine mir was anschaue oder so, aber da musste ich schon echt öfter mal so ein bisschen schmunzeln oder so, dass ich dann
zwei Sätze verpasst habe und dann nochmal zurückgespult habe, weil ich wusste, das war jetzt bestimmt schon wieder irgendein Quatsch. Ja, man muss ja ständig auch aufpassen. Ich meine, da gibt es ja diese Szene, wo Tobias Fionke sein erstes Vorsprechen irgendwie hat für so ein, keine Ahnung, wo halt überdramatisch sich darstellt und der Casting-Agent eben eine unglaublich beschissene Frisur hat. Und du siehst halt die ganze Zeit, dass seine Schwester, also seine Jason Batemans Schwester, Tobias Fionkes Frau, auch irgendwie in dieser Folge eine ganz komische Frisur hat die ganze Zeit, die ihn dann zu diesem Vorsprechen begleitet. Und dass es halt dann zu so einem Wiedersehen des, keine Ahnung, Frisur of the Year Paares, des Abschlussballs irgendwie kommt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist so kreativ einfach. Es sind auch so Kleinigkeiten, zum Beispiel, wenn Tobias Fionke, ich glaube, es ist auch, glaube ich, schon, nee, es ist glaube ich nicht in der Pilotfolge, aber er nimmt ja die Regie beim Highschool-Stück seiner Tochter. Mhm. Alleine wie er auf die Bühne geht, sage ich mal, ist halt großartig. Ja. Ach ja. Schön. Ich würde sagen, wir verlassen diese Familie, oder? Ja, leider. Ja, okay. Aber werden sie, werden sie jedem wärmstens ans Herz legen. Gibt's auf Netflix, kostet nichts. Außer halt eben die Netflix-Gebühren. Oh, ich muss noch eine Geschichte loswerden, wie ich auf die Serie gekommen bin. Bitteschön. Ich habe nämlich ein Rezensionsexemplar bekommen von der ersten Staffel auf DVD, ohne es verlangt zu haben. Ich hatte die plötzlich in der Post und weiß bis heute nicht, warum und woher. Mhm. Oh, schön. Ja, Mensch, jetzt weiß ich nicht, ob ich mich der Familie Blum, Bluth Sinclair oder Xanadu, habe ich vergessen. Valadin. Wie Vaseline. Ah, Gott. Also ich will ehrlich sein, aber ich bin auch befangen. Ich bleibe, glaube ich, immer Team Bluth. Ich werde auch Team Bluth bleiben. Ich dachte jetzt eher, welche ich mich jetzt nach unserer Aufnahme hier wieder widmen werde. Mhm. Bei mir ist es Bluth. Bei mir wahrscheinlich auch. Ich habe jetzt noch irgendwie nach diesem doch eher müden Sonntag, brauche ich jetzt auch noch ein bisschen leichte Unterhaltung und gute Unterhaltung. Da wären die Dinos natürlich auch gut, aber die Dinos sind mir zu kritisch. Mal gucken, ob wir jetzt gleich kritisch mit dem Max sind, denn der Max ist dran mit der Themenauswahl. Oh ja. Ja. Kein Google Randomizer dieses Mal. Das erste Thema im nächsten Jahr wird es sein, nicht wahr? Wie starten wir das neue Jahr? Das ist eine große Frage. Wir sollten vielleicht noch sagen, dass wir vorhaben, noch so einen kleinen Jahresabschlusshorst zu machen, aber ohne Filmauswahl, ne? Ja, also da reden wir wirklich frei von der Leber weg. Als ob wir es nicht sonst auch tun würden. Und ich würde sagen, wir nehmen uns dann auch irgendwie so, keine Ahnung, eine Zeitdauer, die wir nicht überschreiten dürfen. Also eigentlich müssten wir ja Thema 21 nehmen als erstes, aber das gefällt mir nicht so gut. Deswegen Thema 21 denn gewesen? Thema 21 wäre gewesen, die beste Frau bleibt Mama, Filme über Mütter. Aber gut, okay. Der nächste Muttertag kommt bestimmt. Ja, eben wird sich zu anderen, also passt zu anderen Gegebenheiten wahrscheinlich. Jetzt sind wir mit Thema 221. Ja, und das ist sehr spannend. Die könnte ich fast nehmen, aber ich gehe da lieber noch ein bisschen hoch. Denn, 2021. Das Thema, das ich nehme, heißt Frauen gehören hinter die Linse. Filme mit weiblichen DOPs. Oh, DOPs. Also Kamerafrauen. Director of Photography. Direktorin. Okay. Puh. 2021 wird das Jahr der noch mehr Gleichberechtigung, hoffe ich. Und da steigen wir gut ein, würde ich sagen. Jetzt dachte ich schon, Fettnäpfchen, wenn wir uns ein paar nennen sollten, würde mir keine einfallen, weil ich, aber ich würde jetzt auch die DOPs, die männlichen DOPs von vielen Filmen nicht kennen. Also ich kenne da halt, weiß ich nicht, Roger Deakins und das war's. Mhm. Ja. Also da. Aber ich schätze ja mal, da werden wir jetzt einige Sachen unter. Ich habe meinen Film. Rausfinden, von denen wir gar nicht wussten, wer da die Person hinter der Kamera war. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Thema, um sich mal damit zu beschäftigen, was man davor vielleicht noch nicht getan hat. Weil wie gesagt, ich bin da genderübergreifend relativ planlos, deswegen. Ja, ich eigentlich auch, aber mir war bei manchen Sachen,
einfach nicht so wirklich, ja, ich meine, ich interessiere mich dann doch oft dafür, wenn man zum Beispiel, man kommt dann wieder zu so einem Oscar-Verleihung hin und dann kommen dann wieder die Statistiken raus, dass halt so wenige weibliche Regisseurinnen und so weiter. Also, ich meine, alles berechtigte Kritik natürlich. Und da stelle ich mir dann halt eher noch die Frage, gut, okay, welche Filme gibt's denn, die entweder von Frauen gedreht wurden oder inszeniert oder überhaupt? Und dann, ich verliere mich da meistens in irgendwelchen Listen. Und in dem Fall, schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen werde. Schauen wir mal, was da so rauskommt. Stu hat schon einen. Ja. Naja, gut. Ja. Aber in dem Sinne, ich glaube, ist jetzt an der Zeit, dass wir allen ZuhörerInnen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Yes. Und dann hören wir uns zwischen den Jahren nochmal zu einem Jahresabschluss, Horst. Ansonsten gehen Grüße raus an Bußbubs und Blockbusters. Für die Leute, die es noch nicht gehört haben, der Crossovercast kam als letztes raus und Jo. Dann ebenfalls ein frohes Weihnachtsfest. Lasst uns ein Like da. Genau. Ich sag auch Tschüss. Ich sag auch Tschüss und sag provisorisch schon mal frohe Weihnachten und guten Rutsch. Ja. Yes. Bis dann. Tschö. Tschüss.